Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren Video. Und im Hintergrund seht ihr das zweite genannte Gameplay von Rubidium. Und das ist, wie man der Bullshit schon erkennen kann, ja, im letzten Video haben sich, also gut, genau zu sein, wo ich das Video hier mache, hat das letzte Video mit dem Gameplay von Rubidium erst 3 Kommentare. Aber 2 davon haben schon über die Bullshit gewettert. Aber nun gut, ich glaube, das muss ihm bewusst gewesen sein, dass sich da höchstwahrscheinlich einige beschweren werden, wenn er die benutzt. Und zwar, als er mir das Ganze eingesendet hat. Aber nun gut, ich fand die Gameplays eigentlich gut, als er Bullshit benutzt. Aber ich finde, er hat sonst immer ganz smart gespielt. Und in dem Gameplay waren, glaube ich, die zwei Dinge am Anfang jetzt hier. Die 2 Kills am Anfang, die einzigen Bullshit Kills, soweit ich mich erinnern kann. Genau, er spielt hier nicht Oddball. Und auch nicht sehr objective. Das ist schon mal vorweg. Aber gut. Zumindest, weil ich mich entsinnen kann, oder? Nee, ich glaube, er spielt hier nicht sehr objective. Also, halt da. Das ist aber eh Team Oddball, also somit. Na ja, gut. Was ich so ein bisschen ansprechen wollte. So, allgemeine Dinge. Ein paar. Nummer 1. YouTube betreffend. Denn YouTube war mal wieder schlau. Es gab nicht früher immer so eine Anmerkung. Also immer diese. Ihr wisst ja, Anmerkungen sind diese. Video-Pop-Ups, die man da einstellen kann als YouTube-Benutzer, also ich. Und da fällt auch schon der Amok. Und zwar gab es da immer so eine Pause-Anmerkung. Also die Anmerkungen sind eh immer nur auf der YouTube-Seite vertreten. Im mobilen Bereich sieht man die ja nicht, wo mittlerweile ein Großteil der Leute schaut. Also ich glaube, mittlerweile schauen sogar mehr Leute am auf Smartphones etc. als auf also als am Computer YouTube-Videos. Na egal. Und da gab es immer eine Annotation, also eine Anmerkung, die ich verwendet habe, nämlich am Ende bei unseren Video-Verlinkungen. Und die nannte sich Pause. Weil sie, wie der Name schon gesagt hat, eine Pause eingefügt hat. Und die war eigentlich mal ganz praktisch, weil der Nutzer sich dann entscheiden konnte, für welches Video er sich jetzt entscheidet, insofern er sich denn für eins entscheidet, was die meisten zwar nie getan haben, aber keine Ahnung, ich habe die Annotations trotzdem mal gerne gemacht. Und da unser Intro nicht ein Intro ist, das so gesagt so lang geht, also unser Outro meine ich, also Intro geht schon sehr lang, aber unser Outro geht nicht so lang, dass es jetzt so wäre, dass man, was sollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah ja. Dass es so wäre, dass man jetzt großartig Zeit hätte zu entscheiden. Ich meine, die meisten Leute, die dann Videos am Ende verlinken, machen es mittlerweile eh so, dass einfach das Video so lang geht, sodass sie diese Pause-Anmerkungen nicht brauchen. Aber wir haben das nicht so gemacht gehabt, oder ich vielmehr, weil ich habe das Outro ja designt. Und keine Ahnung warum. Ich dachte nämlich, dass wir mit dieser Pause-Ding das ganz gut machen könnte und habe darauf festgebaut und deswegen nicht für sinnvoll erachtet, das Outro so lang zu machen. Jetzt werde ich es wohl per Hand anhalten müssen im Video selbst, weil das jetzt eben diese Pause-Ding nicht mehr gibt. Aber naja, das werdet ihr dann noch sehen, wie ich das mache. Und bis dahin ist es halt ziemlich kurz am Outro. Ja? Genau, das Gameplay ist eh schon wieder fast vorbei. Was ich durfte, nur eigentlich wollte ich noch viel mehr ansprechen. Ja. Tja, das muss dann wohl noch warten. Weil eigentlich wollte ich noch ein paar Sachen, aber das müsste ich eigentlich schon machen, weil ich mache ein neues Video dann. Genau, das war eigentlich so das erste, was ich sagen wollte von mehreren Dingen. Aber nun gut. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Den Rest hört ihr dann in einem anderen Video. Ciao und tschüss, sagt der Quert.